Eigentlich halten die Kommissare Michael Bär und Konrad Lemke defensives Fahren ja für eine gute Sache. Doch manche Autofahrer übertreiben es mit der Vorsicht. Und diese rollenden Verkehrshindernisse haben die Beamten im Visier. Allmorgendliche Routine, das Ausrichten der Kamera. Sie misst die Geschwindigkeit von Rasern oder eben lahmen Enten. Seit 10 Jahren sind die Polizisten mit ihrem Videowagen unterwegs. Täglich werden sie Zeugen haarsträubender Situationen. Im Aufstellen von Regeln sind die Deutschen ja Weltmeister, aber in der Praxis scheitern viele schon am Rechtsfahrgebot. Linke Spur und Schleicher, ey. Obwohl hier 100 ist, da kann man doch wenigstens 100 fahren. Ja. Guck jetzt, jetzt kommt ein Rechtsüberholer schon. Rechtsüberholen dazu. Ja, was soll der machen, ne? Aber guckt, oh, jetzt kommt einer noch von rechts, lebensgefährlich hier. Glück für den Rechtsüberholer. Weil er von dem Langsamfahrer provoziert wurde, kommt er heute ausnahmsweise ungeschoren davon. Dafür knöpft sich Michael Bär die Audi-Fahrerin vor. Sie ist vollkommen überrascht und glaubt, sie hätte alles richtig gemacht. Ja, zu langsam. Also für uns war es sehr, sehr gefährlich. Dann kam die Auffahrt dann noch. Von Einsicht keine Spur. Die Audi-Fahrerin fühlte sich sogar von den Dränglern hinter sich genötigt. Gut, dass es für solche Fälle den Videobeweis gibt. Also auf der Autobahn hier in Deutschland und allgemein besteht das Rechtsfahrgebot. Das heißt, wenn Sie die Möglichkeit haben, rechts rüberzufahren, dann sollten Sie es auch unverzüglich tun. Die Bilder sprechen für sich. Ausrede zwecklos. Kommissar Bär ergreift erzieherische Maßnahmen. 40 Euro Bußgeld, 25 Euro Bearbeitungsgebühr und ein Punkt in Flensburg. Also irgendwie ärgerlich ist es schon. Mir ist es halt nicht aufgefallen. Es war halt 100 und ich dachte, ich wäre bei 100. Hab mich auch schon echt geärgert, dass da welche gedrängelt haben. Aber jetzt haben die mir halt gezeigt, dass ich doch langsamer gefahren bin. Da war ich ein bisschen arg in Gedanken. Aber eigentlich ärgere ich mich schon ein bisschen, weil ich finde, eigentlich sollte man mal nach den Rasern gucken. Die war ja ab von der Welt. Unerfahrenheit dazu, noch irgendwo ja, ein bisschen Dummheit dazu. Also lebensgefährlich fand ich die Situation. Das hätte zum Unfall führen können. Die meisten Autofahrer bummeln, weil sie abgelenkt sind. Manche aber auch mit voller Absicht. Ja, im Moment ist eben Kraftstoffersparnis, da sieht man häufiger auch einen Punkt, wo sie vielleicht eigentlich zügiger fahren könnten, aber aus wirtschaftlichen Gründen oder was weiß ich, sich unheimlich zurückfahren lassen und dann echt zum Schleicher, zum Verkehrshindernis werden. Ja, was schleicht der denn da über die mittlere Fahrbahn? Der hält den ganzen Verkehr auf. Ja, jetzt hätten wir Platz, jetzt können wir mal schön nach rechts gehen. Na, jetzt kommt dann Pinneberger. Ich glaube, ein Turan. Der wird auch gleich überholen, wie es aussieht. Jo, der zieht dran vorbei. Ja. Also die müssen wir gleich mal unbedingt anhalten. Und schon wieder eine junge Frau, eine Fahranfängerin, wie sich schnell herausstellt. Ihr penetrantes in der Mitte kriechen ist typisch für mangelnde Erfahrung. Führerscheinneulinge haben oft Angst vorm Spurwechsel. Da die Renault-Fahrerin niemanden ernsthaft behindert, kommt sie mit einer Verwarnung davon. Glück gehabt. Im Fokus jetzt ein Opel Meriva. Mit Tempo 80 tuckert er über die mittlere Spur. Erlaubt sind 130. Ja, die sind alle schon am Verzweifeln. Ja, links läuft der Verkehr und mittig ist nichts. Die geht jetzt rüber. Das wäre jetzt mal ein schönes Beispiel, dass man auch rechts fahren kann. Ja, aber ganz locker. Der Opel-Fahrer mimt das Unschuldslamm, versucht sich mit fadenscheinigen Argumenten herauszureden. Doch die Beamten bleiben hart. Strafe muss sein. Ich dachte, Drängler und Heizer, die werden rausgewunken. Oder LKWs wegen nicht gesicherter Ladung oder sonst irgendwas. Aber dass ich jetzt wegen langsam fahren einen Punkt bekomme, das erzähle ich in meinem Freundeskreis nicht. Das war's für heute mit der Jagd auf lahme Enten. Michael Bär und Konrad Lemke machen sich auf den Heimweg. Also wenn ich abends nach Hause fahre und die Leute haben sich teilweise bei mir mit Handschlag verabschiedet und keiner ist wirklich richtig sauer auf mich, sondern die haben erkannt, dass sie die Leute gewesen sind, die die Ursache gesetzt haben, dann bin ich eigentlich ganz zufrieden. Immerhin, höflich waren sie, die Schleicher heute. Raser haben häufig schlechtere Manieren.